ja, ich bin dann wieder heimgefahren. Also es ist dann wirklich nochmal interessanter geworden, weil ich wusste, dass das Radl in diesem Wohnhaus ist, konnte aber nichts machen. Eben ein Paket mitzunehmen, wir sind dann reingegangen, haben dann geklingelt, haben gesagt, ja, wir sind vom Paketkurier, mach uns auf. Nicht? Bike Tracks hat schon den ein oder anderen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns hier bei PowerUnity neue Erfolgsstories, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund unseres GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit also, sich genau mit diesen Menschen zu treffen. Auf geht's! Welche Mittel verwendest du, um dein E-Bike zu sichern? Ja, also im Fahrrad ist Bike Tracks integriert von PowerUnity. Da kann man eigentlich immer auf der App nachverfolgen, wo das Rad gerade ist. Bei der Übergabe haben sie uns, wir haben die App runtergeladen. Eigentlich recht einfach zu navigieren und so weiter. Und zudem war noch ein Rahmenschloss dabei mit einer dicken Kette, so circa 3-4 cm Durchmesser. Also vermeintlich recht gut gesichert. Dein E-Bike wurde gestohlen. Kannst du uns mehr über deine Diebstahlerfahrung berichten? Also das Ganze ist ungefähr Anfang März passiert, also ziemlich genau Anfang März. Wahrscheinlich haben sie das Schloss mit einer Flex aufgeschnitten und dann eigentlich mitgenommen. Ich habe dann einige Stücke vom Fahrrad noch dort gesehen, mit denen ich aber nichts anfangen konnte. Ja. Und ja, das war es dann mit meinem Fahrrad. Ich habe mich da schon irgendwie abgefunden damit, dass ich das nie mehr sehe. Was hast du dann unternommen? Also genau in dem Moment, wo ich eigentlich merkte, dass das Radl weg war, bin ich eigentlich gleich, nachdem das Rad von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden ist, an da eine Kontaktperson gehabt und die gleich informiert. Da hat sich gleich eben der Maximilian Money eingeschalten. Und ist super hilfreich gewesen. Er hat mir dann immer wieder Daten geschickt, aktuelle, pass auf, das Rad bewegt sich und ist eigentlich immer zur Seite gestanden. Vielen Dank an diesem Punkt. Ich habe die Karabiniere angerufen, habe dann eine Patrouille, eine Streife dort hingeschickt, bin dann zusammen mit ihnen nachschauen gegangen, wo das Radl sein könnte und wir haben es nicht gefunden. So, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, das Radl ist wirklich weg, da war Profi am Werk, das Bike Tracks ausgebaut und ich kann es vergessen. So, ein bisschen Zeit später ist das Radl dann, hat sich dann wirklich wieder bewegt. Also das Handy, die Alarme ist losgegangen, es hat sich wieder bewegt. Ich habe dann gesehen, dass es von Meran nach Bozen gefahren ist, das Fahrrad. Und wurde dann in Bozen unten beim Wohnblock, ist dann dort stillgestanden. So, es ist nicht mehr bewegt worden und ich konnte dann eigentlich nicht mehr viel tun. Also das war jetzt so die Zeit, wo man eigentlich jede Sekunde aufs Handy schaut, bewegt sich das Rad wieder oder bewegt sich es nicht. Irgendwann am 7 Abend haben wir daheim zusammen gegessen und der Alarm geht los und ich bin schon aufgesprungen und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bewegt sich es wieder, haben dann meine Freunde angerufen, wir sind am Bozen runtergefahren zu der Position und das war ein Wohnhaus. Also die Polizei hat auch gesagt, die ich vorher gehört habe, sie können da nichts machen, das ist privates Eigentum, sie können da ohne Durchsuchungsbeschluss nicht rein. Und dann haben wir gedacht, ja okay, wir müssen uns organisieren. Die Kollegen haben wir dann auch geraten, eben ein Paket mitzunehmen. Wir sind dann reingegangen, haben dann geklingelt, haben gesagt, ja, wir sind vom Paketkurier, mach uns auf. Nicht? Sind dann ins Stiegenhaus, haben dann mal geschaut, ob es irgendwo im Stiegenhaus ist, leider Fehlanzeige. Sind dann von Wohnung zu Wohnung gegangen, haben dann überall die Türklingel eben durchgeklingelt. Das Radl war einfach nicht auffindbar. Dann wieder keine Bewegung, wir sind heimgefahren und es ist mal wieder nichts passiert. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Ja, ich bin dann wieder heimgefahren. Also es ist dann wirklich nochmal interessanter geworden, weil ich wusste, dass das Radl in diesem Wohnhaus ist, konnte aber nichts machen. Und dann hat es wirklich geheißen, einfach abwarten, schauen, sobald es leitet und starten. Irgendwann um ein paar Tage drauf leitet es dann wieder und dann denke ich mir, wahrscheinlich hat das live verstellt und die Position ändert sich nicht, aber es ist dann wirklich
vom Wohnblock, von der Straße rausgefahren, so quer durch Bozen durchgefahren. Das Fahrrad ist schon mittlerweile im Auto drinnen, voll motiviert. Bevor ich daheim gestartet bin, ist noch meine kleine Tochter gekommen mit so einem kleinen Spielzeughammer und sagt: Hey, Papi, Papi, nimm den mit. Und sie hat dann angefangen zu weinen, weil sie unbedingt mit wollte. Klar, darf sie nicht mitgehen bei so Geschichten, sagen wir. Ich habe selber nicht gewusst, was mir jetzt da eigentlich erwartet. Bin dann nach Bozen gefahren, habe die Polizei angerufen und gesagt, dass sich das Rad bewegt, dass das jetzt die Möglichkeit bestünde, eben das Rad wieder zu bekommen. Die haben dann gesagt, ja, melde dich nochmal, sobald du in Bozen unten bist. Ich war dann in Bozen unten, wieder vor einem anderen Wohnhaus. Das Radl ist mittlerweile zum Stehen gekommen. Wieder in einem Wohnhaus, gleiche Situation. Ich konnte nicht rein, Polizei konnte nicht rein, Polizei war auch noch nicht vor Ort. Ich habe dann einfach gewartet. Ein Haus weiter, ich habe gesehen, wo es Radl, also durch die App, und ich habe gesehen, welche Strecke genau genommen worden ist, um zu dem Wohnhaus zu gelangen. Ich habe ihn dann dort hinterm Ecke abgepasst. Nichts und gewartet einfach, bis die Polizei kommt, weil ich jetzt nicht wirklich was tun konnte. In dem Moment leitet die Alarm wieder und die haben gewusst, okay, der bewegt sich jetzt. Ich habe dann so irgendwie so zwischen zwei Scheiben durchgesehen, dass jetzt gerade einer kommt, hinterm Ecke raus und die dann irgendwie nicht geschaut, die Alarm abzustellen, weil sie so laut gedutet hat und er wollte nicht, dass der jetzt Verdacht schöpft und dann wegfährt. Auf jeden Fall habe ich mich dann genähert, geschaut, einfach das Radl wieder zu kriegen. Habe ihn aufgefordert, dass das halt mein Rad ist, dass man es geben soll. Er schaut mich dann sehr erschrocken an, hupft so vom Bike runter. In dem Moment, wo er vom Bike runter hupft, hüpfe ich so rüber und hab den Typen, ich wollte ihn einfach festhalten, damit die Polizei den einfach ins Gefängnis bringt oder halt einmal eine Anzeige zustande kommt. Der Typ ist dann weggelaufen. In dem Moment sehe ich daneben, ist so eine kleine Bar, das war so Zeit vom ein Aperitivo, viele Leute vor der Bar, die dann zugeschaut haben und das verfolgt haben. Sobald ich noch zurückgekommen bin, das Radl aufgeklaut bin, habe ich eben gesagt, ja, das ist mein Rad, die haben es wiedergefunden. Die waren alle sichtlich sehr happy, so wie klarerweise ich auch. In dem Moment schreit unten einer von der Barauer, dass der Dieb sich da unten bei einem anderen Wohnblock gerade aufhaltet. Ne? Und die, wir waren ganz, recht happy eigentlich, dass der Typ noch da war. Die Polizei mit zwei Streifen hat den Typen dann umzingelt und hat den festgenommen, mit auf die Kaserne, wo dann eine Unzahl gemacht worden ist. Und ja, schauen wir mal oder hoffen mal, dass er bestraft wird. So. Was war das für ein Gefühl, als du dein E-Bike wiederbekommen hast? In dem Moment war ich schon ziemlich unter Schock, auch Adrenalin, das passiert da nicht jeden Tag. Ich habe mir schon gedacht, okay, also da wird mir schon nicht viel passieren. Ich habe Josik am Bruder mal einen Witzemeister geholt und bin eigentlich recht selbstsicher dazu gegangen, habe den Typen eigentlich runtergehauen und war extrem happy. Klar, man zittert am ganzen Körper, man ist unter Strom. Bald hat er angefangen hat wegzurennen, dann habe ich gemerkt, okay, da tut man jetzt nicht wirklich was. Das Radl war dort, das Radl war in recht gute Verhältnisse. Wie wäre der Diebstahl ohne den Biketracks GPS-Tracker verlaufen? Ja, recht schnell. Eigentlich wäre ich nochmal hin, wo das Rad geparkt war, hätte gesehen, dass das Rad nicht mehr da ist und hätte es wahrscheinlich nie mehr gefunden. Also recht einfach. Der Biketracks hat da wirklich eine signifikante Rolle gespielt in der ganzen Geschichte. Ich wäre sonst eigentlich, also mit Sicherheit, nie mehr zum Rad gekommen.